Ja, jetzt haben wir zwei Superstars, ein österreichischer Superstar, Sie werden ihn nicht erkennen, Hans-Georg Heinke. Hat dich die Zeit im Bild so ergrünen lassen? Ja, die Zeit im Bild hat mich ergrauen lassen und hier bin ich wieder ergrünt. Ich habe in der Zeitung heute gelesen, du willst auch, dass ältere Menschen mittanzen dürfen am Liveball, aber du bist ja nicht alt im Herzen. Natürlich nicht, denn das Schöne an unserer Sprache ist, wir werden zwar älter, aber wir sind noch lang nicht alt. Das heißt, du tanzt heute wirklich hier im Liveball? Ich tanze heute wirklich im Liveball und freue mich wahnsinnig drüber. It's a great honor and pleasure to have you here tonight. The last time we were not so happy with all the rain. Es war natürlich nicht wirklich lustig das letzte Mal für Sie. You're going to sing a very special song tonight. This is a song out of your heart. Sie singt heute ein ganz spezielles Lied, das zu tun hat mit der schwulen lesbischen Gemeinde. Why do you sing this song? Because it is so important to follow your heart and be fearless and live your life. Also es ist ganz wichtig, einmal richtig zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man seinem Herzen folgen soll. We had a lot of discussions how your name is really spelled. How do you pronounce yourself? Aura Dione. Aura Dione. Is that Dansk? No. She's Danish, aber Aura, ist that Danish? No, I think it's the colors that surround you. That's what it means. You have such beautiful eyes. Are you in love? I'm in love with life and with life ball. Okay. Sie hat so schöne Augen. Einfach die Frage musste sein, ob sie verliebt ist. Und sie sagt, sie ist in den Liveball verliebt und sie ist in das Leben verliebt. It's a great pleasure to have you here. I wish you all the best. And tonight I promise there will be no rain. Heute wird kein Regen sein. Und dir wünsche ich einen guten Tanz. Oh, danke schön. Schöne Liveball. Have a nice Liveball. Danke.